Die 17-jährige Alina kann ihre neue Stiefmutter Stefanie nicht leiden. Schon lange versucht sie, die Frau ihres Vaters mit allerlei Gemeinheiten in die Flucht zu schlagen. Nicht zuletzt deshalb, weil Stefanie ihren Mann dazu gebracht hat, Alina finanziell kürzer zu halten. Außerdem muss der Teenager plötzlich Arbeiten im Haushalt übernehmen, um sich das reduzierte Taschengeld zu verdienen. Zur Krönung erfährt Alina auch noch, dass ihre Stiefmutter ein Kind erwartet. Das ist ja unglaublich, man sieht ja schon so viel auf dem Bild. Ich werde wieder Vater! Ja. Als Stefanie das nächste Mal in den Pool springt, wird sie durch darin schwimmende Aale in blanke Panik versetzt. Sie kommt nicht aus dem Becken und ertrinkt fast. Durch den körperlichen Stress verliert sie ihr Baby. Alina wird des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit Schwangerschaftsabbruch angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass sie die Aale in das Überlaufbecken des Pools geschüttet und die Leiter manipuliert hat, um ihre verhasste Stiefmutter und das Baby für immer loszuwerden. Alina, Sie sollen versucht haben, Ihre Stiefmutter und deren ungeborenes Kind dadurch zu töten, dass Sie 4 Aale aus der Fischzucht Ihres Vaters in den Pool des Elternhauses gegeben und zusätzlich noch die Halterung der Leiter des Pools gelockert haben sollen. Aufgrund einer panischen Reaktion wäre Ihre Stiefmutter tatsächlich beinahe gestorben und Ihr Kind hat sie tatsächlich verloren. Bla, bla, bla. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß allerdings genauso gut, dass ich mit der ganzen Sache hier nichts zu tun habe und mich frage, warum in Gottes Namen ich eigentlich hier sitze. Ich wäre auf so eine Idee nie gekommen. Jetzt passen Sie mal auf. Also Ihre Art gefällt mir schon mal für den Anfang überhaupt nicht. Ich habe auch so den leisen Verdacht, dass Sie sich des Ernsts Ihrer Lage gar nicht ganz bewusst sind. Ja? Sie sitzen jetzt seit Wochen in U-Haft. Ich habe eigentlich gedacht, das müsste Wirkung entfalten. Und wenn Sie nicht aufpassen, kann es Ihnen leider passieren, dass Sie auch noch die nächsten Jahre in Haft sitzen. Ich hoffe, das ist klar. Die nächsten Jahre? Ich glaube kaum. Ich bin nachher nämlich noch auf eine Party eingeladen. Und die werde ich ganz sicher nicht verpassen. Nur weil meine paranoide Stiefmutter meint, sie muss mich vor Gericht zerren. Und das ganze Event hier ist im Allgemeinen irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Abgesehen davon, wo soll ich bitte Aale herbekommen? Jetzt verkaufen Sie uns doch mal nicht für dumm hier, oder? Die Aale sind der Fischel Ihres Vaters zu finden, das wussten Sie ganz genau, um ihr auf die Sprünge zu helfen. Na, die gab es da geräuchert, die gab es da eingelegt, leben, was das Herz eben begehrt. Sie wussten vor allem, wo der Ersatzschlüssel sich befindet. Der Ersatzschlüssel der Fischzucht, nämlich in der Garage, die zu Ihrem Elternhaus gehört. Natürlich wusste ich das. Aber Herr Staatsanwalt, jetzt mal im Ernst, sehe ich allen Ernstes so aus, als würde ich diese Drecksviecher anfassen. Ich sage Ihnen nicht, wie Sie aussehen in meinen Augen. Ich sage Ihnen nur eines, Sie muss diese Drecksviecher, wie Sie es nennen, auch gar nicht anfassen. Ein Kescher hat es auch getan. Mit dem Kescher konnten Sie Fische aus dem Becken rausholen, einen Plastikeimer tun mit dem Deckel drauf und dann dorthin bringen, wo Sie hinbringen wollten, nämlich zu diesem Auffangbecken und ins Wasser kippen. Klar, ich habe ja sonst den ganzen Tag nichts zu tun. Und dafür gibt es auch gar keine Beweise. Weder an dem besagten Eimer noch an der Leiter im Pool wurden Spuren meiner Mandantin gefunden. Fangen wir ganz anders an. Sagen Sie mir bitte mal, ob Sie was von der Schlangenphobie Ihrer Stiefmutter wussten. Ja, klar wusste ich davon. Aber davon wusste jeder. Letzten Sommer waren wir im Urlaub auf Sri Lanka. War eigentlich ganz nett da, nur dass Stefanie mal wieder rumgestresst hat wie nichts anderes. Sie können sich's nicht vorstellen. Die Frau hat wirklich die beeindruckenswerte Fähigkeit, mir konstant auf die Nerven zu gehen. Aber ja, der Gipfel des Ganzen... Es gibt auch andere Menschen, die einem auf die Nerven gehen können, sage ich jetzt schon mal so. Hm? Der Gipfel des Ganzen war einfach, als sie eine Panikattacke geschoben hat, nur weil da so ein kleiner Babygecko durch das Zimmer gelaufen ist. Und wie hat sich diese Panikattacke geäußert? Naja, sie stand in der Ecke und war wie versteinert, konnte sich nicht mehr bewegen. Das Einzige, was sie noch auf die Reihe bekommen hat, war mein Trommelfell mit ihrem hysterischen Geschrei zu strapazieren. Einfach nur peinlich. Peinlich ist, dass Sie das Wort peinlich dafür benutzen. Ihre Stiefmutter war in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie hatte Panik gehabt, sie konnte nicht atmen, sie konnte sich nicht mehr bewegen. Nee, hören Sie mal zu. Hören Sie mal gut zu. Solche Bewegungen lassen Sie hier sein. Ja, wenn Sie meinen. Nicht, wenn ja, ich meine. Das meint nicht nur er, ja? Auch ich halte es für absolut unangemessen. Ich glaube wirklich, Sie sind sich nicht bewusst, um was es hier geht. Nein, nein. Können wir jetzt weitermachen? Ich will irgendwann auch noch mal nach Hause. Sie hören auf, mir auf den Geist zu gehen. Hören Sie damit endlich auf. Sie nerven mich tierisch, ganz ehrlich. Es geht ja um viele Jahre Jugendstrafe. Sie sind vielleicht gar nicht bewusst. Und da sprechen Sie davon, es war eine peinliche Geschichte. Ihre Stiefmutter, Sie hören mir da jetzt zu, hatte Panik. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Sie konnte sich bewegen, sie konnte kaum noch atmen. Das heißt, sie drohte da unterzugehen. Sie wussten das. Sie wussten, dass Ihre Stiefmutter solche Attacken haben könnte. Hatte sie in der Vergangenheit schon gehabt. Und Sie haben ja darauf gesetzt, dass sie wieder so eine haben würde, sich wieder nicht bewegen könnte, bei 1,80 cm tiefer in diesem Pool, damit sie untergehen, ertrinken würde. Und zu allem Überfluss haben Sie noch die Leiter abgeschraubt, also die Schrauben da gelöst, damit sie auch nicht etwa noch die Chance haben könnte, aus dem Pool rauszuklettern.
So, und jetzt bitte im Saal. Könnten wir alle wieder mal ein bisschen runterkommen von dem ganzen Drama? Hier bekomme ich nämlich noch Herzprobleme, okay? Ich habe keine Aale in diesem Pool getan. Und falls es Sie interessiert, ich habe in meiner Freizeit deutlich Besseres zu tun, als die Schrauben an der Leiter meines eigenen Pools zu lockern. Und überhaupt verstehe ich das ganze Drama hier nicht. Ich meine, was wollt ihr alle? Die hysterische Zicke lebt doch noch. Diese Frau, von der Sie hier sprechen, lebt noch. Und soll ich mal was sagen? Das ungeborene Baby ist tot. Ja, und wenn Sie jetzt glauben, dass mich das auch nur ansatzweise emotional belastet, muss ich Sie leider enttäuschen. Ob Sie diese Tat begangen haben, das wird sich erst ganz am Ende zeigen. Aber das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sollten Sie schuldig sein, dann wird dieser Satz gerade eben noch mächtig auf Sie zurückfallen. Diese Haltung zeigt doch ganz klar, wie Ihre Haltung zum Leben anderer ist. Ihr war das wurscht, die Stiefmutter sollte sterben, das Kind sollte sterben, das war die Haltung, obwohl das Kind sogar hier zu 50% blutsverwandt war. Diesen Bastard wollte Stefanie, mein Vater, nur unterjubeln, damit er sie nicht einfach mehr mir nichts, dir nichts im Regen stehen lassen kann, jetzt wenn er endlich sie erkennt, was für ein einen Miststück sehr diese großen Frau Gefallen, ist. Wenn Sie mal auf Ihre Wortwahl hier achten und dann erklären, Sie mir bitte mal, wie Sie darauf kommen, dass das Kind nicht von Ihrem Vater gewesen wäre. Wissen Sie, eines Morgens, ich bin nichtsahnd aus dem Haus gegangen und wollte mal die Post holen. Und dann finde ich in meinem Briefkasten einen Umschlag. Und in diesem Umschlag finden sich ausgesprochen pikante Bilder von diesem Flittchen und ihrem Golflehrer, wie er sie mitten im Training auf den Nacken küsst. Und wer hat die Fotos gemacht? Was weiß ich, auf dem Umschlag war kein Absender. Und was hat Ihr Vater dazu gesagt? Der hat sich von Stefanie natürlich mal wieder die Welt schönreden lassen. Wie immer. Sie hat ihm eingetrichtert, dass das Ganze ja nur eine Gratulation seinerseits zu einem besonders guten Schlag gewesen wäre. Bla bla bla. Ich meine, wer glaubt sowas schon? Mein Vater hat sich natürlich einlullen lassen wie nichts anderes. Ich meine, Stefanie hat das bei ihm schon immer so gemacht. Was sagt Ihnen denn, dass da nicht auch echte Liebe im Spiel ist? Ach, kommen Sie schon. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen können. Ich meine, die Frau war von Anfang an scharf auf den Pool, auf das große Haus. Das Golfen hat sie sich schön von meinem Dad bezahlen lassen. Von unseren Reisen mal ganz abgesehen. Ich meine, die Frau ist da vorher wohl nicht weitergekommen als bis an den Bodensee. Jetzt hat Ihre Stiefmutter bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich am Abend, bevor sie beinahe ertrunken wäre, mit Ihnen gestritten hat und dass Sie bei der Gelegenheit gesagt hätten, ich zitiere jetzt mal, dass Sie schon dafür sorgen werden, dass Sie damit nicht durchkommt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe ihr gesagt, dass sie damit nicht durchkommt und bin vielleicht ein bisschen laut geworden. Und? Sie machen einfach mal eine Runde auf jetzt. Das ist eine Bedrohung. Das war eine ganz klare Ankündigung der Tat. Sie sollten das sehr ernst nehmen, dass wir von dem Satz wissen. Mit dieser Drohung, die übrigens keine war, meinte ich, dass beim Vaterschaftstest sowieso rausgekommen wäre, dass dieser Bastard von ihrem Golflehrer und nicht von meinem Vater ist. Und abgesehen davon wollte ich mich am späteren Abend sogar noch bei ihr entschuldigen. Ich meine, wenn es jetzt sehr gut, Moment. Ja. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie über dieses tote Kind nicht mehr mit solchen Worten sprechen. Vielen Dank. Klar? Also. Das heißt, wollte entschuldigen? Ja. Naja, wissen Sie, Stefanie, hysterisch wie sie ist, hat sich natürlich in ihr Zimmer eingesperrt und hat die Tür nicht mehr aufgemacht, weil armes Baby. Reden Sie einmal normal jetzt, es nervt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch meinen Dad angerufen, weil ich mich wenigstens bei ihm entschuldigen wollte. Und was haben Sie nach dem Anruf den ganzen Abend gemacht? So gegen 8:30 bin ich raus in die Garage, habe mir mein Mountainbike geschnappt und wollte zu einer guten Freundin von mir fahren, um ein bisschen zu quatschen, weil ich war auch ziemlich aufgeregt an dem Abend. Die war dann allerdings nicht zu Hause. Ich meine, kann ich auch nicht verübeln. Die hatte ja keine Ahnung, dass ich einfach vorbeikomme. Und dann bin ich wieder heimgefahren. Und nach Ihrer Rückkehr haben Sie irgendwas unter dem Poolbereich festgestellt? Irgendwas bemerkt? Nee, sobald ich zu Hause war, bin ich hoch in mein Zimmer. Ja, das glaube ich meiner Mandantin auch. Ich bin davon überzeugt, dass überhaupt eine ganz andere Person diese Aale in das Überlaufbecken des Pools geschüttet hat. Ich habe da auch einen ganz konkreten Verdacht. Der Gärtner Peter Muric zum Beispiel. Ja klar, deswegen hat auch dann die Stiefmutter gerettet, ne? Weil er es war. Sehr lustig, ne? Die Täterin sitzt neben Ihnen, Alina Bachmann. Dann hören wir uns jetzt dazu mal die Geschädigte an oder gibt es noch Fragen? Ich habe keine Lust dazu. Stefanie Bachmann, bitte, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Guten Tag, Frau Bachmann. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Dankeschön. Sie wissen, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Zu Ihrem Personal. Sie heißen Stefanie Bachmann, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Karlsmühle, Bürofachfrau sind Sie und mit dem Vater der Angeklagten verheiratet. Ja, allerdings lebe ich seit ein paar Wochen von meinem Mann getrennt. Ich habe mit meinem Sohn Louis eine Wohnung genommen. Trotzdem haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, müssten Sie nicht aussagen. Ja, ich möchte trotzdem aussagen. Gut, dann schildern Sie doch bitte mal, was da am Morgen des 13. September passiert ist. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Mir war etwas übel wegen der Schwangerschaft. Entschuldigung.
Aber ich kann doch immer nicht verkraften, dass ich mein Baby verloren habe. Kann ich absolut nachvollziehen. Da haben wir auch vollstes Verständnis. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen, bitte, ja? Trotzdem ich schwanger war, bin ich wie jeden Morgen um 8 Uhr schwimmen gegangen. Mhm. Nachdem ich den Frühstückstisch abgeräumt habe und die Kinder aus dem Haus waren. Ist Ihnen da am Pool oder im Wasser irgendwas aufgefallen? Nein, sonst wäre ich ja nicht hineingesprungen. Das heißt, Sie haben zunächst keine Aale dort gesehen, ja? Erst als Sie schon geschwommen sind, oder wie? Erst in der Mitte des Pools ist mir sowas Ekliges entgegengekommen. Irgendwas Dunkles. Laut Gutachten des KTI müssen die Aale zunächst in diesem kleinen Überlaufbecken des Pools gewesen sein und erst dann durch ihre Schwimmbewegungen ins Hauptbecken reingeschwommen sein. Das war auch das Hinterhältige. Ich könnte es mal ganz kurz an der Tafel erklären, Herr Vorsitzender. Ja, bitte, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das erklären. Hier haben wir den Tatort. Schauen Sie mal, das sind zwei Becken, die wir hier sehen. Das ist zum einen der Pool und dann das sogenannte Überlaufbecken. Die beiden sind nur von einer Klappe voneinander getrennt. Dieses Überlaufbecken verbindet Pool mit einer Filteranlage. In der Filteranlage findet dann die eigentliche Filterung des Wassers statt. Da ist so ein Sandfilter. Aber eine Grobfilterung findet bereits statt in diesem Überlaufbecken selbst. Nämlich Blätter, Gräser und sowas wird da aufgefangen. Diese Klappe, von der ich sprach, die ist an sich erstmal... Die sieht man ja rechts auf dem rechten Bild. Richtig, genau, hier sieht man es nochmal sehr gut. Schauen Sie mal, hier läuft das... Also da ist die Klappe drin, hier läuft das Poolwasser rein, aber an sich ist die Klappe zu. Die öffnet sich überhaupt erst, wenn Wellenbewegung entsteht. Und diese Wellenbewegung ist natürlich dann entstanden, als Sie in den Pool reingesprungen sind. Und in dem Moment, wo Sie reingesprungen sind, die Wellenbewegung entstanden ist, ging die Klappe auf und die Aale konnten aus dem Überlaufbecken rein in den Pool springen. Ja, danke, Herr Staatsanwalt. Sie kennen ja den Pool ganz gut, das trifft so, oder? Ja. Können Sie bestätigen? Also ich weiß nur, dass ich reingesprungen bin und da keine Aale gesehen habe. Wie sie reingekommen sind, weiß ich nicht. Ich habe mich so erschreckt, weil ich eine Schlangenphobie habe, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich bin dann ganz schnell zur Leiter geschwommen und als ich auf die Leiter draufgetreten bin, ist die direkt auf mich draufgefallen. Mhm. Ich habe dann auch noch Wasser in die Lunge gekriegt, das hat fürchterlich gebrannt. Gott sei Dank wurde ich dann aus dem Wasser gezogen. Und Sie konnten da selber den Rand unter keinen Umständen erreichen oder da rauskommen ohne die Leiter? Die Leiter lag ja direkt auf mir drauf. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Sie konnten sich wahrscheinlich aufgrund dieser Lage nicht mehr bewegen, aber auch aufgrund Ihrer Phobie. Wir haben vorhin schon gehört, Sie haben schon mal so einen Anfall gehabt, der Sie quasi starr gemacht hat. Ich hatte Herzrasen, mir ist heiß und kalt geworden. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Also Sie hatten großes Glück, dass Sie da jemand aus dem Wasser gezogen hat, nämlich Ihr Gärtner, der Herr Muric. Hm? Ja, Gott sei Dank war er da. Leider hat dieser ganze körperliche Stress auch dazu geführt, dass Sie einen Abgang erlitten haben. Sie sind dann 3 Tage stationär behandelt worden, wie ich es hier lese. Und Sie sind auch nach wie vor in psychologischer Behandlung. Ich kann das immer noch nicht verstehen, dass ich mein Baby verloren habe. Verzeih ich, Alida, nie. Du hast unser Baby umgebracht. Ich habe dein Kind nicht umgebracht. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Hör doch auf. Und der Abend zuvor? Wie hat sich das genau abgespielt? Am Abend zuvor habe ich Luis und Alina gesagt, dass ich schwanger bin. Und Alina ist natürlich völlig ausgerastet. Sie hat zu mir gesagt, ich sorge schon dafür, dass du damit nicht durchkommst. Sie wollte mich aus dem Weg räumen und unser Baby gleich mit. Mit unser Baby? Meinst du wohl diesen... Naja, die Anwesenden im Raum wissen ja, was ich von diesem Kind halte, den du und dein Golflehrer gezeugt haben. Von wem? Hören Sie sich das an, das muss ich mir doch nicht gefallen lassen. Hatten Sie schon länger Probleme mit ihr? Ja, ich habe seit 3 Jahren als Sekretärin für ihren Vater gearbeitet. Und Alina hat mich vom ersten Augenblick an gehasst. Sie dachte wohl, ich will ihre Mutter ersetzen. Das könntest du in 1000 Jahren nicht. Ich habe noch versucht, mit ihr warm zu werden. Ja, hat sie meinen Grund genannt für ihr Verhalten? Sie dachte nur, ich bin hinter dem Geld von ihrem Vater her. Ja, und bei dieser Meinung werde ich auch den Rest meines Lebens bleiben. Und als wir dann geheiratet haben, ging der Terror erst richtig los. Inwiefern? Was ist da dann vorgefallen? Ja, sie hat Termine abgeändert im Computer. Christoph kam zu Meetings zu spät. Es wurde zu viel Geld überwiesen und zu wenig Ware ausgeliefert. Gott sei Dank konnte ich ihn davon überzeugen, dass ich nichts damit zu tun habe. Ja, ja, komm schon. Ich meine, das hast du dir ja wohl selbst verbockt. Guck dich doch mal an. Du hast nicht mal Abitur. Jetzt passen Sie mal auf, Alina. Es reicht jetzt mal wirklich. Sie versuchen sich jetzt mal vernünftig zu verhalten. Sie sind hier nicht auf dem Schulhof, sondern vor Gericht. Ja, von mir aus. So hat sie uns immer behandelt. Louis auch. Immer von oben herab, die feine Madame. Aber was sie sich Mitte Juli geleistet hat, das war selbst für sie eine Meisterleistung. Das erklären Sie uns bitte mal genauer. Sie kam vom Postkasten mit einem Umschlag und darin waren Fotos von mir und dem Golflehrer. Und darauf war zu sehen, wie er mir in den Nacken küsst. Und das hat sie dann siegessicher meinem Mann präsentiert. Und wie hat der darauf reagiert? Wie fanden der das? Er war ganz schön sauer. Aber ich konnte ihm erklären, dass der Golflehrer an dem Tag total komisch war. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er nur auf den Moment gewartet hat, beziehungsweise, dass Aline diese Fotos machen kann. Sag mal, du hast doch echt eine kranke Fantasie. Ich habe mit der Sache genauso wenig zu tun, wie mit dem Poolzeug, was du dir da einbildest, woran ich schuld wäre. Natürlich, Prinzessin. Ich glaube dir kein Wort. Vielleicht kommen wir jetzt mal zur angeklagten Tat wieder zurück. Mich würde nämlich interessieren, warum Sie Ihren Gärtner, Herrn Peter Muric, wenige Tage vor dem Angriff gekündigt haben.
Ja, er hat ja seine Arbeit relativ gut gemacht und auch gründlich. Aber leider hat er ein Alkoholproblem und ist immer öfter mit einer Fahne in die Arbeit gekommen. Und das war weder für Louis noch für unser ungeborenes Baby ein gutes Vorbild. Und wie hat Herr Muric auf die Kündigung reagiert? Er war schon grob, aber ich habe ihm gesagt, er kann so lange bei uns bleiben, bis er was Neues gefunden hat. Und dann hat er sich recht schnell wieder beruhigt. Ach wirklich? Kann es nicht sein, dass er sich einen Plan geschmiedet hat, um Sie aus dem Weg zu räumen, damit er seine Arbeitsstelle behalten kann? Er wusste doch gar nichts von meiner Schlangenphobie. Natürlich, ich habe es ihm doch selber gesagt. Ach, sowas würde er doch nie tun. Das passt doch eher zu dir, sowas. Haben Sie denn Ihre Stieftochter noch mal an dem Abend in der Nähe des Pools gesehen? Nein, nach dem Streit bin ich in meinem Zimmer geblieben. Gut, dann befragen wir zu allem weiter, am besten Ihren Ehemann. Sie dürfen den Platz nehmen bleiben, unvereidigt. Christoph Bachmann, bitte. Daddy! Ich bin ja so froh, dass du endlich da bist. Einfach sitzen bleiben. Nein, 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 nein. Jetzt fangen wir nicht plötzlich hier an, auf heile Familie zu machen. Sie setzen sich bitte hier in die Mitte. Sie müssen als solche die Wahrheit sagen. Wer was Falsches vor Gericht sagt, der macht sich strafbar. Sie heißen Christoph Bachmann, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Karlsmühle, sind verheiratet, sind Inhaber der Fischzucht Karlsmühle. Und als Vater der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen. Ja, natürlich will ich aussagen. Ich bin ja der Einzige, der hier offenbar noch an Alina glaubt. Ja, ist es ein reiner Glauben? Da können Sie wirklich was dazu sagen. Ich meine, Sie haben doch von der Tat nichts mitbekommen, oder? Naja, ich glaube schon. Eine Aussage jedenfalls. Ja, zum Tag kann ich nicht so viel sagen. Auf jeden Fall bin ich morgens um 5.30 Uhr aufgestanden und ich musste noch so ein bisschen Arbeit erledigen von der Woche. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass ich um 6.30 Uhr aus dem Haus gegangen bin und da haben auch noch alle geschlafen. Wann haben Sie denn dann von diesem Angriff auf Ihre Frau erfahren? Naja, von dem Angriff auf meine Frau habe ich ja deutlich später erst erfahren. Der Petre, der Gärtner, der hat ja um 8.40 Uhr ungefähr bei mir angerufen und hat gesagt, ich soll sofort ins Krankenhaus kommen. Und hat mir erzählt von den Aalen und dass Stefanie fast ertrunken wäre. Und ich bin natürlich sofort ins Krankenhaus. Und ja, da habe ich dann erfahren, dass unser Kind gestorben ist. Und das hat mich dann schon sehr, sehr mitgenommen. Und was aber noch viel, viel schlimmer ist, dass meine eigene Frau, die Stefanie, die glaubt ja, dass die Alina was damit zu tun hat. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Dass du das noch immer nicht wahrhaben willst, das glaubst doch endlich mal. Du bist doch einfach nur sauer, weil Daddy endlich mal hinter mir steht und du ihn nicht einfach mehr um deinen Finger wickeln kannst, wie sonst immer. Stopp. Nicht. Also, wir sind immer noch irgendwo eine Familie und das ist die Stefanie und die hast du nicht aber ganz so. Aber eine Familie mit doch sehr angespannter Stimmung, oder? War denn die immer schon so angespannt? Ja, also es war schon schwierig vor 3 Jahren. Da ist die Stefanie das erste Mal zu uns nach Hause gekommen und das war schon nicht einfach für die Alina. Aber ich meine, sie ist auch ein Teenager und dann war es so, dass die Stefanie und ich geheiratet haben. Und da wurde es dann schon ein bisschen schlimm. Da hast du schon ein bisschen geschaut, dass wir Streit miteinander haben. Und die Stefanie hat das im Grunde genommen nie verstanden, dass ich mich so für die Alina eingesetzt habe. Und ich habe dann aber auch ein Stückchen weit auf meine Frau Stefanie gehört. Denn die hat gesagt, die muss mal ein bisschen im Haushalt drangenommen werden. Und die bekommt auch ein bisschen zu viel Geld, vielleicht ein Stückchen zu viel Geld. Und da bin ich auch drauf eingegangen. Und man muss schon sagen, du bist ein Stückchen weit verwöhnt. Danke übrigens für die Aktion nochmal, die war wirklich klasse. Ach, halt den Rand. Eine, die wie du aus der Gosse kommt, kann das ja wohl kaum beurteilen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu viel, ja? Also, ich habe nicht nur ein Kind verloren, ich habe eine gesamte Familie verloren. Am Vorabend, bevor das Ganze passiert ist, da soll Ihre Tochter Sie angerufen haben. Können wir darüber mal reden? Ja, die Alina hat mich angerufen. Da saß ich gerade im Zug, kam von der Arbeit zurück und wir hatten da telefoniert. Wann? Das ist richtig. Ja, das war ungefähr um 20.15 Uhr. Und was wollte Ihre Tochter da von Ihnen? Naja, da hat sie mir berichtet von dem Streit zwischen ihr und der Stefanie und wie sehr sie das wirklich auch mitgenommen hat. Und im Grunde genommen war sie auch für das Kind. Das war nur im ersten Augenblick, dass sie ein bisschen dagegen war. Aber ich bin ganz sicher, meine Tochter braucht hier kein Alibi. Sie braucht ein Alibi und diese ganzen Stimmungsschwankungen sind noch sehr erstaunlich. Erst droht sie ihrer Frau massiv, dann freut sie auf das Baby, das sie hier aber heute im Prozess mehrfach als Bastard bezeichnet hat. Daddy, damals hat mir das wirklich leid getan, das weißt du auch. Ach, das stimmt doch nicht. Christoph hat seiner kleinen Prinzessin dieses Schmierentheater einfach abgekauft. Ja, warum soll ich das nicht abkaufen? Mensch, Alina hatte wirklich es schwer in der Vergangenheit. Sie hat ihre Mutter verloren, da war sie erst 7. Und ist doch klar, wenn eine neue Frau ins Haus kommt, dass es nicht so einfach für sie ist. Da muss doch erst mal ein bisschen Sensibilität reinkommen in die gesamte Geschichte. Und irgendwo hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass ihr beide euch irgendwann noch wirklich besser verstanden hattet. Das hat sie doch nur so aussehen lassen, damit du ihr weiterhin Roller und die teuren Designerklamotten zahlst. Wenn du bei dem Streit dabei gewesen wärst, dann hättest du gesehen, wie sehr sie mich hasst. Ja, jetzt gerade hasse ich dich wirklich. Jetzt unterlassen Sie mal solche Kommentare hier. Roller ist ein gutes Stichwort. Wie oft hat Ihre
Ihre Tochter den Roller benutzt normalerweise? Oder das blöde Ding ist sie doch nirgendwo hingefahren. Da war doch jeder Schritt zu viel. Hauptsache Daddy zahlt den Sprit. Ja, also mit dem Bezahlen, ich bitte dich. Also wir hatten genug Geld gehabt und wir haben immer noch genug Geld. Und da haben wir alle immer von profitiert. Warum soll ich meiner Tochter nicht auch mal etwas gönnen? Am Tattag hat sich die Alina aber Folgendes gegönnt, nämlich das Fahrrad. Und das ist auffällig, wo sie auch sonst immer den Roller benutzt, wie sie sagen. Warum, Alina? Ich wollte mich einfach nur abreagieren und das kann ich auf meinem Bike halt am besten. Sie wollten geräuschlos und unbemerkt einfach wegkommen. Zur Fischzucht, zu der es genauso weit war wie zu ihrer Freundin, nämlich gut 10 Minuten. Ach ja, es ist jetzt etwa schon strafbar, wenn man mal umweltbewusst ist und das Fahrrad statt den Roller nimmt, oder was? Es ist doch einfach nur auffällig, genauso wie auffällig war, dass sie ihr Handy zu Hause gelassen haben, wo sie doch völlig handyabhängig sind. Weil es geladen werden musste, vielleicht? Nein, weil sie nicht wollten, dass wir die Funkzellenortung wir hinterher herausfinden können, dass sie bei der Fischzucht waren zur Tatzeit. Das ist der Grund. Das kann nicht sein, dass sie so meine Tochter angehen hier. Sehen Sie doch, das ist ein Teenager, ich kann Ihnen mal was sagen. Fragen Sie lieber mal den Gärtner, den Petre Muric, was der dazu zu sagen hat, da wissen Sie mehr. Christoph, er war es nicht, er hat mir noch das Leben gerettet. Natürlich war es der war mal wieder wahrscheinlich voll bis Sonntag. So, jetzt geht's mal nicht mal ganz so durcheinander. Am Abend vor zum Anschlag auf Ihre Frau kam, da sollen Sie im Poolbereich was beobachtet haben. Na, ich bin ja abends erstmal nach Hause gekommen mit dem Taxi. Ja, also das war 21.45 Uhr, da bin ich ganz sicher, das kann der Taxifahrer auch bestätigen. Ich steige aus dem Taxi aus, gehe unten in unser Haus und sehe durch die Terrassentür, dass der Petre, der Gerte, dass der hinten am Poolhaus da am Rumfuchteln ist und immer um den Pool rumrennt. Das kann ja auch nicht so ganz normal sein. Ja, und haben Sie sich nicht gewundert, was der Gärtner so spät auf Ihrem Grundstück noch zu suchen hat? Ja, ich habe mich schon gewundert, was der da macht, obwohl ich muss ihm auch eingestehen, der ist schön fleißig. Manchmal macht er auch abends was, also das kann schon sein. Aber das war überhaupt nicht mein Thema. Ich bin ja hoch zu meiner Frau, Stefanie, und bin ins Bad, bin ihr um den Hals gefallen und naja, da hat sie sich auch gefreut, dass ich zurück war. Nee, gut, haben Sie gesehen, dass der Muric an der Leiter rumgeschraubt hat? Das interessiert mich als Einziges. Ja, genau gesehen habe ich es nicht, aber zählen Sie noch mal bitte eins und eins zusammen, ja? Abends um 8 Uhr, der macht ja auch normalerweise Feierabend, da schraubt er da eventuell rum und rennt da rum. Das kann doch alles nicht wahr sein. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen. Das passt doch total zu dem. Ich meine, das hat er bestimmt in Rumänien oder Polen oder wo auch immer der herkommt. Nee, also so fangen Sie jetzt gar nicht an mit ausländerfeindlichen Parolen. Mhm. Da kriegen Sie noch mal richtig Ärger. Ja, das lassen wir bitte. Ja. Verstanden. Ja. Haben Sie Ihre Tochter an dem Abend denn noch mal gesehen? Ja, meine Tochter, bin ich in ihr Zimmer reingegangen, da hat sie schon geschlafen. Da lief noch ein bisschen Musik, die habe ich ausgemacht und dann bin ich auch selbst schlafen gegangen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt gerne den Gärtner befragen. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Petr Muric, bitte.